Hi, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu einem weiteren Cheers to the Weekend Special, nämlich Ausgabe Nummer 2, aktuell zur CES in Las Vegas. Das ist ja, wie gestern schon angedeutet, die Consumer Electronics Show. Heute mit den Neuigkeiten von Tag 1, denn gestern am 6.1. hat die CES gestartet, also die offizielle Messe. An den Tagen vorher, habe ich euch ja gestern schon erklärt, waren so einige Messe- und Presse-Events von einigen Herstellern, unter anderem von Lenovo und auch von Acer. In diesem Video werde ich euch News zu Huawei präsentieren, denn die haben jetzt das Mate 8 endlich für den europäischen und amerikanischen Markt final gemacht und vorgestellt. Dazu bekommt ihr natürlich alle möglichen Specs und auch natürlich Preise genannt. Auf der anderen Seite habe ich noch News von Samsung, die haben ein sehr interessantes Tablet vorgestellt. Withings, die auch so smarte und interaktive Gadgets machen, wie Wagen zum Beispiel oder auch Kameras für den Indoor-Bereich. Die haben ein Thermometer vorgestellt, was man auch per WLAN und Bluetooth koppeln kann. Und vieles weitere seht ihr jetzt in diesem Video. Wie gesagt, CES Special Cheers to the Weekend, Tag 1 vom 6.1.2016. News Nummer 1 in diesem Video betrifft den Hersteller Withings, die nicht nur unter anderem eine smarte Kamera und vor allem auch sehr gut aussehende Kamera für den Indoor-Bereich vertreiben, sondern auch für den Gesundheitsbereich eine Waage am Start haben. Und mit dieser Waage könnt ihr nicht nur euer Gewicht messen, sondern habt auch die Möglichkeit, euren Ruhepuls zu bestimmen bzw. euren Fettanteil des Körpers. Das Ganze wird dann natürlich protokolliert per App. Jetzt hat Withings ein Fieberthermometer hergestellt bzw. präsentiert, was natürlich nicht ganz so klassisch aussieht, wie man es bisher kannte. Und man muss auch nicht dieses Fieberthermometer in alle möglichen Öffnungen stecken, sondern hat die Möglichkeit, durch einfaches Anpressen dieses Thermo genannt, an die Schläfe die Temperatur binnen 2 Sekunden zu messen. Das Ganze funktioniert über 16 Sensoren, 16 Infrarotsensoren, die im Kopf das Thermo verbaut wurden. Wie gesagt, ihr haltet es ganz kurz an die Schläfe. Binnen 2 Sekunden wird die Körpertemperatur bestimmt und ihr habt die Möglichkeit, natürlich auch diese Körpertemperatur, sei es in einem Fieberverlauf, per App zu dokumentieren und zu protokollieren. Das heißt, die Temperatur wird euch nicht nur auf dem Thermometer digital angezeigt, sondern auch in der App protokolliert und ihr habt sogar die Möglichkeit, in der App diverse Medikamenteneinnahmen zu protokollieren. So könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, an Tag 1 meines Fieberverlaufes hatte ich noch 40,1 Grad. Ich habe dann 2 Ibuprofen genommen und nach der Einnahme war die Temperatur binnen 2 Stunden nur noch auf 39,5 Grad. Das könnt ihr, wie gesagt, alles mit dieser App und vor allem mit dem Fieberthermometer protokollieren. Der Preis ist wie bei den anderen Withings-Produkten nicht ganz so günstig. Das heißt, ihr müsst schon 100 Euro auf den Tisch legen, um eben dieses smarte Thermometer nutzen zu können. Ein großer Vorteil hier, es ist wirklich sehr hygienisch, dadurch, dass ihr es wirklich nur an die Schläfe drücken müsst und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Personen in der App zu protokollieren. Das heißt, für die ganze Familie könnt ihr wirklich euren Verlauf oder euren, ich sage mal, Fieberverlauf, Temperaturverlauf des Körpers messen und natürlich protokollieren. Wie ich ja schon gestern im ersten Video kurz angerissen habe, ist die Consumer Electronics Show auch eine Elektronikmesse für Technologien und Innovationen. Und so darf natürlich das Thema Virtual Reality auch hier nicht fehlen. Ihr kennt vielleicht schon die Virtual Reality Brille von Oculus Rift, die gab es bisher als Entwickler, als Developer Edition und kostete so um die 300 bis 350 Euro. Mittlerweile ist das finale Modell für den Consumer Bereich, also für den Endverbraucher, vorgestellt worden und haltet euch fest, die Brille wird stolze 699 Euro für den europäischen respektive für den deutschen Markt kosten. Wenn dann noch die Versandkosten von in Höhe von 42 Euro hinzukommen, sind wir bei knapp 740 Euro für diese virtuelle Brille, für die Oculus unter anderem 20 exklusive Titel verspricht. Der Brille liegt natürlich noch ein Kunststoffkoffer bei, in der ihr dann die Brille deponieren könnt. Aber nichts und was ich auch nicht vergessen darf, ein Xbox One Gamepad. Das heißt, ihr habt nicht nur die Brille, sondern auch einen Schutzkoffer und auch für die Xbox One oder von der Xbox One ein Gamepad im Wert von ungefähr 50 Euro. Allerdings sind 740 Euro doch ein stolzer Preis für dieses Modell von Oculus. Vor allem, weil eben die Developer Edition doch deutlich günstiger oder vor allem um die Hälfte günstiger war. Das Ganze wird, glaube ich, im April, Mai erscheinen. Dann könnt ihr diese Virtual Reality Brille kaufen. Die Vorbestellungen, die beginnen in Kürze. Wie gesagt, 20 exklusive Titel. Mehr als 100 Spiele sollen in diesem Jahr noch folgen. Das heißt, das Spieleangebot
für Virtual Reality nimmt jetzt so langsam Fahrt auf und ich denke, Oculus dürfte mit der Oculus Rift in der Consumer Edition doch den ein oder anderen Erfolg feiern, auch wenn der Preis aktuell noch zu hoch ist. Aber das ist ja bei allen neuen Technologien so. Es muss erstmal die Plattform dafür entstehen, dass eben solche Technologien für den Endverbraucher auch interessant werden. Wenn die ersten paar hunderttausend davon über die Ladentheke gegangen sind, dann wird sich auch dieses Thema Virtual Reality absolut durchsetzen. Bei einer so großen Messe wie die Consumer Electronics Show darf natürlich auch einer der größten Elektronikhersteller der Welt aus Südkorea, nämlich Samsung Electronics, nicht fehlen. Und die haben am gestrigen Tag auch wirklich ein sehr interessantes Tablet vorgestellt, nämlich das Galaxy Tab Pro S. Und hiermit ist ein weiterer iPad Pro Konkurrent geboren, denn das Galaxy Tab Pro S spielt auch im 12 Zoll Bereich. Das heißt, wir haben hier eine Diagonale von 12 Zoll bei einer Auflösung von 2160 in der horizontalen, mal 1440 Bildpunkten in der vertikalen. Und das Ganze wird auf einem OLED-Panel dargestellt. Das heißt, wir haben hier wirklich kräftige Schwarzwerte, sehr gute Blickwinkel und natürlich auch sehr gute Farben. Ich denke mal, dass Samsung da auch eine gute Mischung gefunden hat zwischen kräftig und natürlich. Das hat man ja schon bei den letzten Devices gesehen, dass das immer besser funktioniert. Das Tablet, das Galaxy Tab Pro S, ist um die 6,3 mm dick bzw. dünn, wiegt nur 700 Gramm und läuft mit Windows 10. Dementsprechend kommt hier ein Intel Core M Prozessor zum Einsatz, der ist lüfterlos und bereits beim Kauf des Tablets bekommt ihr schon eine Schutzhülle mit integrierter Tastatur mitgeliefert. Das heißt, die Schutzhülle für das Display beinhaltet auch eine Tastatur und wenn ihr das Ganze aufklappt, habt ihr die Möglichkeit, dieses Tablet aufzustellen. Das bedeutet natürlich auch, dass das Tablet inklusive Tastatur relativ dünn bleibt und dementsprechend auch sehr portabel wirkt. Der Preis wurde aktuell noch nicht genannt, das heißt, wir fischen hier absolut noch im Trüben. Wir haben noch 4 GB Arbeitsspeicher an Bord, was für mich irgendwie relativ wenig erscheint, aber dazu noch 128 oder 256 GB SSD, Bluetooth, GPS natürlich, wir haben WLAN AC an Bord und der Akku soll laut Samsung 10,5 Stunden durchhalten. Was sehr cool ist, ist ein Schnelladefeature, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, innerhalb von 2,5 Stunden das Galaxy Tab Pro S wieder mit Strom zu versorgen. Auch hier gehe ich persönlich unter Anbetracht der Tatsache, dass Lenovo ein ähnliches Gerät vorgestellt hat und Acer auch von einem Preis von um die 1000 Euro aus, denn dort liegt auch die Konkurrenz. Sieht wirklich sehr schick aus, mir gefällt es durchaus. Könnte mir auch vorstellen, mit diesem Teil zu arbeiten, allerdings ist das natürlich auch keine High-End-Rechenmaschine, sondern eher für den mobilen Einsatz, für die Uni vielleicht gedacht, hört sich aber generell ganz gut an. Jetzt geht es erstmals in diesem Video um ein Smartphone, aber allerdings nicht um ein komplett neues, denn Huawei hat ja schon vor einigen Wochen für den asiatischen bzw. chinesischen Raum das Huawei Mate 8 vorgestellt. Zur IFA 2015 eigentlich oder im Vorfeld der IFA 2015 erwartet, ist es dann einige Wochen später gekommen und ist der direkte Nachfolger zum Huawei Mate 7. Vom Formfaktor haben wir hier wieder eine 6 Zoll Display mit Full HD Auflösung. Wir haben ein IPS Panel, also kein OLED Panel wie im Mate S. Wir haben wieder einen riesigen 4000 mAh starken Akku an Bord und Huawei verspricht damit bei normaler, moderater Nutzung über 2 Tage Laufzeit. Und was mir persönlich mit am besten gefällt, ist die 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, inklusive optischen Bildstabilisator und inklusive dem gleichen Sensor, den Samsung auch im Galaxy S6 verbaut. Das heißt, wir dürfen hier richtig geniale Fotos erwarten. Dazu haben wir noch eine neueste Prozessorgeneration, nämlich den HiSilicon Kirin 950. Das ist ein 8-Kern-Prozessor mit Cortex, ich muss gerade schauen, A72-Kern und 4 Cortex A53-Kerne. Taktet mit maximal 2,3 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher haben wir und 32 GB internen Speicher, den ich dann nochmals erweitern kann mit einer MicroSD-Karte. Das Ganze hört sich wirklich sehr interessant an. Und der Preis liegt bei 599 Euro. Wer mit diesem riesigen Teil, das muss ich mal gerade schauen, das Mate 7 habe ich gerade nicht zur Hand, wer mit diesem riesigen Teil wirklich zurechtkommt, der wird wirklich extrem gute Akkulaufzeiten zur Hand bekommen, denn die haben mir beim Mate 7 schon außerordentlich gut gefallen. Das Mate 8 ist jetzt nochmal einen Tick besser geworden und vor allem Kamera, Schnellladefunktion, großer Akku
und ich denke mal ein sehr gutes Display in Verbindung auch noch mit Android 6.0 Marshmallow machen das zu einem wirklich konkurrenzfähigen Produkt. Was meinen Eindruck so ein bisschen trübt, ist die Tatsache, dass es das Mate 8 in Deutschland nur in zwei Farbvarianten gibt, nämlich ich glaube Mystic Champagne, das gibt es auch beim Mate S, das ist so ein ganz, ganz leichter Champagnerton und in einem Silber. Dann gibt es noch eine goldene Version und eine Mokka-goldene Version, die ich mir jetzt importiert habe bzw. importieren lasse. Die sehen wesentlich geiler aus, aber gibt es momentan leider nicht für den deutschen oder europäischen Markt. Wie gesagt, ab Ende Januar 599 Euro für das Huawei Mate 8. Bleiben wir nochmal im Bereich des Virtual Realities und da hat HTC im vergangenen Jahr auf dem MWC 2015 in Barcelona HTC Vive vorgestellt. Eine Virtual Reality Brille, mit der ihr euch frei im Raum bewegen könnt. Ihr habt vier Sensoren, in jeder Ecke einen Sensor und über den Sensor wird eure Position exakt getrackt und ihr könnt euch wirklich frei in einer vorgegebenen Landschaft bewegen. Das war wirklich sehr, sehr cool. Ich habe es leider nicht ausprobieren können, aber zum Beispiel Kamal von Best Boys alias TechStage hat das ausprobiert und war absolut geflasht. Und jetzt zur CES in Las Vegas hat HTC das Nachfolgemodell vorgestellt, nämlich die HTC Vive Pre. Das dürfte auch schon so annähernd die Consumer-Version sein, die im April, glaube ich, im Handel erscheinen soll. Preislich habe ich da leider noch keine Angaben, aber die Vorbestellungen, die sollen ab Anfang Februar angenommen werden und dann wird man sich auch zum Preis äußern. Ich hoffe mal, dass das Ding um die 1000 Euro kostet oder nicht teurer als 1000 Euro wird. Ist von der Funktion, von den Features oder von dem Seherlebnis nochmals etwas cooler als zum Beispiel die Oculus Rift, zumal ihr euch wirklich in einer virtuellen Welt komplett in eurem Raum bewegen könnt. Wie funktioniert das? Ihr habt vier Sensoren, dessen Aussehen, dessen Optik, Design, die wurden auch nochmal überarbeitet. Ihr platziert die vier Sensoren in jeder Ecke des Raumes, der bis zu 25 Quadratmeter groß sein kann. Ihr zieht die Brille auf und habt noch einen Controller, mit dem ihr dann gewisse Sachen steuern und lenken könnt. Und jetzt bei der neuen HTC Vive Pre habt ihr auch die Möglichkeit, den sogenannten Chaperone, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Modus zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr dann einen Double Tap auf den Controller macht, wird eine Kamera aktiviert, mit der ihr dann eure Umgebung, also in der tatsächlichen Umgebung, in der ihr euch bewegt, dann auch sehen könnt. Allerdings in so einer, irgendwie in einem Skizzenmuster. Ich stelle mir das gerade so vor wie auf einem Holodeck von Raumschiff Enterprise. Das wird bestimmt richtig cool und ich hätte mal richtig Bock, das Ding auszuprobieren. Ansonsten von den technischen Daten, die Optik wurde nochmals etwas verbessert. Wir haben allerdings nur noch eine Auflösung von 1200x1080 Pixel. Wie die Kollegen hier von Heise Online allerdings erklären, sieht man so gut wie keine Bildpunkte. Das heißt, man hat schon wirklich ein sehr gutes, tolles Seherlebnis mit der HTC Vive Pre. Von daher bin ich mal wirklich gespannt, wie der endgültige Consumer-Preis aussehen wird. Und wann sie dann auch hier endgültig verfügbar sein wird. Ich hätte so Bock, das Teil auszuprobieren. Ich hoffe, ich bekomme spätestens zum MWC jetzt Anfang Februar oder Mitte Februar in Barcelona mal die Möglichkeit. Von daher richtig cooles Teil und meiner Meinung nach an eine Ecke besser als die Oculus Rift in der Consumer Edition, die es jetzt zu einem Preis von um die 740 Euro gibt. Zum Schluss noch eine kurze Nachricht aus dem Bereich der Smartwatches und da gehe ich auch mal wieder ein paar Monate zurück, nämlich zur IFA 2015 nach Berlin und da hat Samsung die Samsung Gear S2 und Gear S2 Classic vorgestellt. Nun hat Samsung mitgeteilt oder präsentiert, dass es dieses Modell, die Gear 2S Classic, noch in zwei weiteren Versionen gibt, nämlich mit Roségold, mit einem Roségold-Überzug und in einer Platinum-Version, das heißt der Gehäuserand wurde vom Material her etwas geändert. Die Platinum-Version, die ist etwas matt gehalten, sieht auf den Pressebildern richtig schick aus. Von der Technik hat sich erstmal nichts getan oder nichts geändert. Das heißt, wir sprechen hier immer noch von einem 1,2 Zoll großen Display mit einer Auflösung von 360x360 Pixel. Die Bedienung funktioniert auch hier über diese Lunette, das heißt über den drehbaren Kranz an der Display-Oberseite. Dahingehend hat sich also nichts geändert. Es gibt also nur zwei Modelle, zwei neue Farbmodelle in Rosé Gold und einem leichten Anthrazitton. Platinum heißt das Ganze. Und was Samsung auch mitgeteilt hat, ist, dass die Gear S2 im Laufe des Jahres mit einem iPhone oder mit iPhones kompatibel sein wird. Welche Funktion die Gear 2S dann darstellen kann, wiedergeben kann, das wurde nicht kommuniziert
und es wurde auch nicht kommuniziert, mit welchem Betriebssystem oder ab welchem Betriebssystem von Apple das Ganze dann funktioniert. iOS 8.2 vielleicht und höher, vielleicht auch nur iOS 9 und höher. Werden Nachrichten drauf gepusht, kann man zum Beispiel Runtastic nutzen, bekommt man alle möglichen eingegangenen Nachrichten auf der Gear S2 dann angezeigt. Das müssen wir mal sehen. Aber ihr seht auch hier, die Apple Watch bekommt jetzt auch im eigenen Lager doch richtig Konkurrenz. Nicht nur von Android Wear, sondern jetzt auch von Samsung mit Tizen OS und der Gear S2. Von daher bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann von Samsung umgesetzt wird. Bei Android Wear ist es meiner Meinung nach eher nur in den Kinderschuhen stecken. Das heißt, da hat man hier nur einige Funktionen, die man dann auf den iPhones oder auf den Smartwatches und dem iPhone kombinieren und auch abrufen kann. Das war's von Tag 1 am 6.01.2016 der CES in Las Vegas. Einige News in Kürze mal zusammengefasst. Es gibt natürlich noch etliche weitere News. Ich hoffe, die waren relativ interessant für euch. Morgen zur gleichen Zeit wieder das nächste CES-Special vom zweiten Tag, also eigentlich vom heutigen Tag, dem 7.01.2016. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch morgen wieder zuschaltet, dem Video ein positives Feedback hinterlasst und vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Das würde mich riesig freuen und würde mich natürlich auch weiterbringen. Vielen Dank dafür, macht's gut und ciao.